Hallo liebe Zuschauer, ich hätte ja nicht gedacht, dass das Spiel hier überhaupt stattfinden kann, denn es regnet seit Stunden hier ununterbrochen. Die Zuschauer dafür schon mal einen riesen Respekt, die harren hier aus im Stadion. Der Platz wird zwar relativ tief sein, aber so wie ich von den Spielern gehört habe, soll das überhaupt kein Problem darstellen. Der Platz ist regulär bespielbar, die Partie findet statt, das sind die allerbesten Nachrichten am heutigen Nachmittag. Football, it's coming home. Dieses Spiel übertragen wir aus dem Wembley-Stadion. Für viele, nicht nur hierzulande, die Heimat des Fußballs. Die Nationalhymne Kroatiens. Das ist ein Gänsehautmoment. Ab geht's. Eine ganz kurze Frage. Wer ist hier der Wichtigste auf dem Platz? Wenn es darum geht, eine Partie mit kleinen, feinen, eleganten Aktionen zu beeinflussen, dann glaube ich, dass Luka Modric genau dieser Spielertyp ist, der das leisten kann. Ja, ich denke dasselbe. Er ist der Taktgeber seines Teams. Fortunis macht das Spiel gut breit. Das ist nicht mehr regelkonform. Das muss Freistoß geben. Nichts Elfmeter, der Schiedsrichter, die Chance! Da kommt die Hereingabe. Hier ist Perisic. Papastathopoulos holt ihn sich wieder. Fortunis. Ganz sauberes Tackling. Ja, sie bekommen hier den Freistoß. Manolas. Er versucht's. Chance auf Chance, doch das Tor fehlt. Mein Gott, sie machen so gut bis zum letzten Moment. Aber nur bis zu diesem Moment. Sie müssen sich endlich mal selbst belohnen. Es geht über links. Minuten der ersten Hälfte sind gespielt. Macht Sinn, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Einfach mal nach vorne gedroschen. Brozovic. Hier ist Perisic. Samaris. So ungestüm in den Zweikampf gegangen. Verliert den festen Stand. Ab auf die linke Seite. Er serviert ihn. Und der Torwart rettet mit der Faust. Sehr gute Position. Und nun ab in die Kabine. Sie spielen im Augenblick noch zu defensiv. Es ist ihnen nicht gelungen, Torchancen herauszuarbeiten. Und sie werden sich in der zweiten Hälfte deutlich steigern müssen. Kroatien geht ohne Tor in die Kabine. Das Gute daran, auch der Gegner. 0-0. Er trifft ihn. Ja, das nenne ich Timing. Der Abschluss ist aber zu hart. Die Hintermannschaft ist gewarnt. Der wunderschöne weite Pass ist angekommen. Es war kein Abseits. Beim nächsten Mal ist der Ball im Tor. Rakitic. Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten.
Perisic. Ivan Perisic flankt. Sehr gut verteidigt. Der war wichtig. Samaris. Rüber nach rechts. Alles klar, Einwurf. Guter Lauf, rechts außen. Ob dabei was Zählbares rauskommt? Er bringt ihn in die Mitte. Abgewehrt. Man könnte durchaus flanken. Fast wäre er allein durchgekommen. Und sowas sieht natürlich immer gut aus. Perisic. Gute Defensivarbeit des Gegners, gleichzeitig aber auch ein unausgegorener Spielaufbau. Fast logisch, dass sie nicht weiter nach vorne kommen als bis zur Mitte des Spielfelds. Jetzt ist was möglich. Perisic. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Genauso läuft man den Gegner heutzutage an. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Freistoß für Kroatien. Und jetzt zitiert ihn der Schiedsrichter zu sich. Sie sind offensichtlich noch nicht bereit, sich mit diesem Ergebnis abzufinden. Sie wollen mehr. Perisic. Rakitic. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann auch offensiv. Und die Möglichkeit. Den hat er nicht so richtig kontrollieren können. Ja, sie haben das prima gemacht. Sie sind in den 16-Meter-Raum gekommen. Die Flanke kam gut. Die Chance allerdings wurde vertan. Das muss beim nächsten Mal besser werden. Das war der Schluss.